Wir von Kern und Partner haben uns ausschließlich auf das Thema Generationswechsel und Unternehmensnachfolge konzentriert. Das heißt, wir begleiten mittelständische Unternehmen in allen Fragen, in dem gesamten Prozess einer Unternehmensnachfolge, von der ersten Entscheidung bis nachher wirklich zur Unterschrift und dem Verkauf des Unternehmens. Was interessant ist, gerade jetzt brandaktuell vor 2 Tagen, die Universität von St. Gallen hat 28.000 Studenten, die zu Hause ein Familienunternehmen haben, befragt und gesagt, liebe Studenten, wenn ihr jetzt mal daran denkt, zu Hause das Familienunternehmen, wärt ihr bereit, hättet ihr Interesse oder vielleicht habt ihr schon die Entscheidung gefällt, diese Firma zu übernehmen? Dabei haben, und das ist die Dramatik natürlich, die auch für den deutschen Mittelstand eine erhebliche Rolle spielt, nur noch 7% dieser Studenten gesagt, ja, ich gehe nach dem Studium nach Hause und ich werde dieses Familienunternehmen übernehmen. Und nur 25%, also 1/4, haben gesagt, ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, mal gucken und so weiter. Das zeigt, dass eigentlich nochmal aufgrund der Aktualität dieser Untersuchung der Markt der innerfamiliären Nachfolge, des klassischen Generationswechsels, erste, zweite oder dritte Generation, auf einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz abschmilzt. Und umgekehrt sich also der typische Mittelständler, das Familienunternehmen, sich heute noch sehr viel aktiver, proaktiver Gedanken machen muss, wie kann ich eigentlich meine Nachfolge durch einen Verkauf sichern, weil im Zweifelsfalle meine Kinder dafür nicht zur Verfügung stehen. Diese Zahlen spiegeln für mich folgende Hintergründe wider. Also einmal ist es heute sicherlich so, dass die Generation der Studenten, die auch befragt worden sind, sicherlich teilweise in einem anderen Wertesystem für sich leben. Und die Generation, die nach dem Krieg diese Firmen aufgebaut hat, die teilweise 7 Tage die Woche wirklich nonstop und mit 14, 15 Stunden und auch das Ganze, was dort mit Unternehmen, das war quasi das weitere Kind, was immer mit am Tisch gesessen hat. Da sagen heute einfach die Kinder, du lieber Papa, liebe Mama, möchte ich nicht. Ich habe da ganz andere eigene Vorstellungen, auch von Work-Life-Balance oder wie sie das heute vielleicht so neudeutsch ausdrücken wollen. Das ist der eine Grund, glaube ich, der da eine Rolle spielt. Der zweite ist sicherlich, dass viele der zumindest selbstbewussten jüngeren Studenten, die vor so einer Frage stehen, dann eher sagen, Mensch, ich möchte selbst was schaffen. Ich möchte gar nicht von meinen Eltern das übernehmen und dann wieder etwas fortführen, sondern ich möchte mir selbst etwas kreieren. Ich möchte selbstbestimmt auch eben etwas entwickeln, was dazu führt, dass es für mich eine vollkommen andere Perspektive vielleicht auch geben wird, als es die bisher bei meinen Eltern gegeben hat. Und das sind, glaube ich, mit die 2 schwerwiegendsten Gründe. Der dritte ist aber auch komischerweise dann nochmal ganz gravierend selbst gemacht, nämlich von den Eltern. Eigentlich die übergeben wollen. Die sagen, ja, ich muss ja biologisch, ich werde jetzt 70 oder 65, was auch immer so, ich muss ja übergeben, aber nicht loslassen können. Und gerade weil sie diesen Inhalt als ihren Lebensinhalt begriffen haben bisher und eigentlich gar nicht wissen, was steht denn da jetzt an? Ich habe vielleicht noch 15, 20 Jahre Lebenserwartung, ich bin gesund, ich bin fit, aber was mache ich denn dann? Dann wird mir etwas ganz Wesentliches aus meinem Leben weggenommen und ich kann mich auf gar nichts Neues vielleicht freuen. Und diesen Sprung hinzubekommen, ist auch gerade, glaube ich, wirklich für Unternehmer, auch gerade für männliche Unternehmer, eine unglaubliche Herausforderung zu sehen, wo ist da etwas Neues, was mir richtig Spaß macht, wo ich vielleicht genauso für brenne, wie ich es einmal getan habe, als ich mein Unternehmen gegründet habe. Und diese 3 Dinge in ganz unterschiedlichen Gemengelage, manchmal mögen auch alle 3 eine Rolle spielen, sind, glaube ich, der Hintergrund für diese dramatischen Zahlen, die einfach den Mittelstand dazu zwingen werden, außerhalb von Generationswechseln nach Lösungen zu suchen, wie sie ihr Unternehmen in die Zukunft führen können. Denn es hängen Hunderttausende von Arbeitsplätzen dran.